Don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Holzspaten. Also. Mein Pferd wieder bereit oder dauert es jetzt immer noch? Pferde im Besitz verwalten. So, Brown ist wieder fit oder was? Nice morning, ma'am. Was haben die hier eigentlich für Pferde zu verkaufen? Pferde, Arbeitspferd, Netzwerkpferd, Spitzenpferde. Ach, aber was kostet er? 42 Gold! Ja, nee, ist klar. Ihr habt da wohl was an der Erbse. Mehrzweckpferde. Was haben wir da denn hier? Ein Foxtrotter. 950 Dollar. Reiche Rang 58. Ja, ein Glück. Was habe ich? Rang 11 oder so, glaube ich. Oh, der ist auch schön. Aber der Pinto gefällt mir besser. 950 Dollar. Ja, einwandfrei. Und Rang 58. Oh, warte mal, da gab es noch einen Mustang. Was gibt es da für einen Mustang? Busfarbe. Der Tigerstreifenbraune. Kostet nur 14 Gold. Doch vollkommen durch, oder? Was kostet so ein Kentucky? Dollar. Schön. Der gefällt mir so gut. Ja, gut, okay. Pferdevorräte. Kaufen wir noch ein bisschen Heu für den Guten. Das sind 20 Dollar. Quatsch. Das laber ich. 10 Dollar. Ja, komm, dann haben wir ein bisschen Vorrat. Ich hab keinen Bock, die scheiß Möhren zu pflücken. Im Moment brauche ich hier keine Knete für was. Stecken wir es ins Pferd. So. Ja. Dann könnte ich ja rein theoretisch mit dem Schwarzen wieder. Ja, prima. Dafür kannst du wegstecken. So. Ich jetzt. Ach ne, Quatsch. Hier muss ich ja hin. Ja, ich brauche irgendwo mal ein Feuer oder so. Irgendwo mal ein kleines Lagerfeuer, damit ich mein Essen zubereiten kann. Ohne dass ich in mein Lager muss. Jetzt machen wir erstmal noch die nächste Quest. Weil der Typi eben, er ist auch so richtig witzig, ja. Dachte, ich komme in seinen komischen Trupp. Dann schießt er mich ab. Idiot. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Und auch leckeres Fleisch.
Sag mal. Da ist schon wieder der Spast. Kann man den irgendwie melden? Geht das? Also das schon wieder, oder? Ja, schade. Hab Pech gehabt. So, wir haben da jetzt eigentlich dabei, woran sehe ich denn das? Okay. Klamotten von der neben mir sehen cool aus. There, the men who betrayed me, my old company, holed up like the rats that they are. But it ain't just that. Revenge ain't my primary motive. My primary motive is profit. Only thing about this is we can kill two birds with one stone. If we take out the ammunition dump in the place, then ain't no way they can blow a hole in the bank they were planning on robbing, which leaves us to do it when I can figure a way. Here's some dynamite to do the job. And if one of you gets the opportunity to kill my so-called lifelong best friend and business partner, well, that'll be fine too. I best stay here. I don't want them to know I'm behind this, much as I like to shoot every last one of them. So good luck. I'll watch how you get on. Get on. Get on. An eye for an eye. A tooth for a tooth. A knife in the back for a knife in the back. Go away, old man. Nice world, Mr. Finch. We are what we are, and what you are is a pathetic old man. So it goes. But remember, you don't have to be like this. There's more than one way to earn a buck. Oh, and I saw your friend Horley. He said to say thank you for attending to his business. Said you'd understand. Not sure I do. Like I said, good luck. I'll watch how you get on. Na klar, kriegen wir hin. Lass mal jetzt einen Hut wieder aufsetzen, ey. Ich kann keinen Hut aufsetzen. Warum kann ich keinen Hut aufsetzen?
reingeschossen. Einfach mal hier reingeballert. Oh fuck. Ich glaube, das war's von außen, oder? Ja. So, dann den Rest. Alter! Kann mich mal wer? Das wäre toll. Oh ja, Lady. Ladylike! Super, du bist die Beste. Dankeschön. Boah, wie das jetzt gerade ruckelt. Das ist auf der Munition. Alter! Was ist denn jetzt? In die Luft geflogen. Oh Mann. Gut, ich stand vielleicht ein bisschen dicht dran.
mal, wir könnten hier noch ein bisschen plündern, oder? Wir können sich ja schon mal treffen mit dem von mir aus. Wir können hier noch ein bisschen plündern, weil die haben nämlich immer schöne Sachen dabei. Okay. Thank you very much. Here's some cash to keep you going. That bastard's death makes my life much easier. Now we won't have the army going after the same banks as we are. If we can ever get the planning of it. I'll be in touch if I can. And I'll be in Blackwater. And your bounty will be in any sheriff's office. I said away with you, old bastard. Ah, you'll hear me in your sleep, Finch. Der Alte ist geil. Ja, da haben wir mal ein schönes Fort in die Luft gesprengt, würde ich sagen. Ein Glück hatten wir eine Gatling-Gun, weil ansonsten hätte es auch schief gehen können. Bei meinen Schießkünsten. Habe ich das gerade richtig gesehen? Bin ich eben während der Mission auf Rang 12 aufgestiegen? Das wäre cool. Mission abgeschlossen. Eine ungewöhnliche Einkommensquelle. Mein Gaul könnte mal ranrutschen jetzt hier. So, was haben wir jetzt? Wir haben auch noch... Ah, siehst du, wir haben auch noch eine Schatzkarte. Die habe ich per Post zugeschickt bekommen. Wir gucken mal gerade. Hier, Schatzkarten. Bard's Crossing, genau. Gucken wir uns mal an. Ist ja zum Glück nicht so wie im... Okay. Wie im normalen Story-Spiel. Sondern hier kriegt man ja angezeigt, wo sie ist. Gerade gucken, wo. Oder auch nicht. Auch nicht. Das ist natürlich geil. Nee, warte mal, der hat die nur nicht richtig gelesen, oder? Ah, jetzt hat. Ja, setzen wir auch direkt mal einen Wegpunkt hin. Das ist an der Flatneck Station. Ich glaube, so weit weg sind wir gerade gar nicht. Dann gucken wir uns mal an, ob wir da den Schatz finden. Wieso habe ich denn meinen keinen Hut eigentlich doch hier? So. Ja, ja, ist klar. Wo ist denn mein Hut? Ah, jetzt. Ach, auf Hilfe habe ich jetzt gerade nicht so die Lust.
Valentine. Rennen hier so viele Pferde rum, mitten auf der Gas. Rennen, welcher Penner hat denn da jetzt eben gerade wieder auf mich geschossen? Rolle nervt einfach. Sollen sie doch in ihre Lobbys gehen, wo sie sich gegenseitig abballern können? Ein schönes Stück zu bereiten. Ah, okay. Wir sind bei einem Gebiet. Okay, das wird jetzt echt witzig. Weil das nämlich auch gar nicht so klein ist. Hier. Der Schatz. Hunden. Belohnung nehmen. Das war's. So, prima. Das war das. Dann würde ich sagen, irgendwo war doch jetzt wieder eine... Oh, Alter, ganz hier unten. Genau. Ich töte sie einen nach den anderen. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal hier einen kurzen Break. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch irgendwann hier unten sein. Da werde ich dann in aller Gemütsruhe jetzt gleich mal hinreiten und dann die Aufnahme wieder starten. Da müsst ihr ja nicht dabei sein, während ich hier eine Dreiviertelstunde durch die Gegend reite. Einfach sinnlos. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal bis hierhin fürs Zuschauen. Hoffe, euch macht auch hier der Online-Story-Modus ein bisschen Spaß. Wir sehen uns einfach morgen, wie gesagt, dann unten bei Armadillo. Macht's gut und ich sag tschö mit Ö.